Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Risen. So, wir sind ja hier immer noch in der Grotte des Klabautermanns. Den ich mir ehrlich gesagt schwieriger vorgestellt hätte. Aber gut. Er sah halt monströs aus. Wir kannten ihn noch nicht. Und ja. Ist ja nicht weiter wild. Jetzt gehen wir einmal kurz zur Hütte zurück, weil wir haben Duken und... Jetzt habe ich den Namen von dem anderen vergessen. Haben ihn ja jetzt schon so gut wie zurückgeschickt. Das heißt, wir dürften ja jetzt eigentlich auch Fische kriegen. Ist ja auch so heimlich unsere Quest hier. Eigentlich wollte ich jetzt hier ein bisschen gucken und nach Schätze und so. Oh, Schatzinsel. Ja, Piraten. Hier vergraben sie alles. Ja. Jeder Spieler lächelt sich jetzt hier die Lippen. Eddie, genau. Dein Klabautermann gibt's nicht mehr. Bist du dir sicher? Wenn du das riesige, knurrende Etwas aus der Grotte meinst, dann bin ich mir ganz sicher. Puh, da bin ich ja erleichtert. Wer dich zum Freund hat, kann sich wirklich glücklich schätzen. Du wirst uns nochmal alle retten. Ja, ja, schon gut. Mit Duncan ist wieder alles in Ordnung. Er ist ein verdammter Glückspilz. Ich bin so froh, dass ihm nichts passiert ist. Vielen Dank. Das nächste Mal haltet ihr beiden besser die Augen auf. Darauf kannst du wetten. Wie sieht's jetzt aus mit den Fischfässern? Aber natürlich gerne. Ich werde sie sofort zum Hafenkai liefern. Wunderbar. Jetzt haben wir auch schon Fisch. Gut, aber wir suchen ja unseren werten Druiden-Kollegen. So, von da sind wir gekommen. Es ging hier aber noch mal ein bisschen seitlich rein. Und ich bin der Meinung, Moment, wir können noch mal kurz ins Logbuch gucken. Erstmal alles aufmachen. Wir haben ja hier noch einen Schatz am Weststrand. Ach, das wäre dann hier einmal durch. Okay. Gut, also hier sind wir jetzt sozusagen durch. Auch interessante Umgebung so. Gut, und der Weststrand da hinten. Also wir müssen sowieso hier noch nach Eldrick suchen. Heißt, wir sind da hinten jetzt eigentlich durch und das ist eigentlich auch schon der nächste richtige Weg. Ist ja so eine richtig schöne Linearinsel, wie sie im Buche steht. Ne? Gibt immer nur einen Weg, keinen anderen. Oh. Hier sind aber ein paar Sandteufel, die auf mein Speer gepiekt werden möchten. Na gut. Und da hinten sehe ich schon wieder das nächste, was ich haben möchte. Aber erstmal. Krallenaffen. Wegschießen. Und. Und. Jawohl. Ich sag mal so, das Bajonett ist schon nicht schlecht, aber ich bin echt mal überlegen, ob wir das nicht doch sein lassen sollen, weil wir spielen ja mehrere Waffen. Und wenn wir hier nochmal so einen schönen Sniper dabei haben, dann klappt das auch. Oder wir nehmen einfach das Schwert und prügeln sie K.O. Das passt auch. So, was haben wir hier in der Kiste? Okay, bin ich mal wieder viel zu schnell. Der hängt. Okay, so, 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 so. Ja, noch eine Bloody Mary, ein bisschen Schrot. Und hier können wir uns ranhangeln. Ja, machen wir das doch mal. Sieht nicht nach einem ursprünglichen Weg oder so aus. Hoppala. Da habe ich nochmal so einen Freudensprung gemacht, so. Yay! Ja, war aber eine gute Entscheidung, hier hochzuklettern. Denn ich sehe die nächste Kiste. Die sogar einfach geöffnet werden kann. Okay. Krabbenstecher. Aha. Das ist wieder eine Stichwaffe. Ja, nehmen wir mit. Ja, alles irgendwie zu Geld, Gold machen. Ist ja vollkommen wurscht. Muss jetzt bloß gleich beim Runterhangeln aufpassen. Dass ich mich nicht zu sehr runterhangel.
Ah, oh, mal ein bisschen durchgucken hier. Ah, sieht nicht so aus, als wenn es hier noch irgendwas anderes gibt, was interessant sein könnte. Das heißt, was hat denn hier jetzt gerade Krax gemacht? Nochmal hoch. Was hat hier Krax gemacht? Ah, siehste, Goldklee habe ich noch vergessen. Und da hinten, nee, das sah nur so aus. Okay, war wohl nur eine Soundkulisse. Okay. Irgendein Vogel, der durch den Busch geglitten ist und gesagt hat, Krax. So. Vorsichtig. Möchten wir ja eh nicht die Füße brechen. Okay. Na, da war er schon wieder, aber nicht weiter schlimm. Okay. Das ist echt eine interessante Ecke hier. Ich erwarte jetzt hier eigentlich, ich habe jetzt schon die Hand die ganze Zeit an der Leertaste festgetackert. Ich erwarte hier irgendwie jederzeit, dass da so eine eingeborenen Falle aus dem Boden sprießt und dann sagt er immer so, ich stech dich. Aber sieht bei Tag alles ein bisschen anders aus. So, ich werde auch mal einmal Proviant essen und ich glaube, wir laufen gerade in die völlig falsche Richtung. Hier müssen wir entlang. Auf jeden Fall habe ich hier noch mal ein paar Tierchen. Ja, hier haben wir einen Fluss. Da ist der Bach. Soll Eldrick nicht hier irgendwo in der Nähe sein? Ja. Nicht, dass er von Alligator oder so gefressen worden ist. Ich sehe die auch immer nicht. Wir erinnern uns an einige Folgen zurück. Aber da oben ist ein Feuerchen. Das könnte doch die richtige Richtung gewesen sein, oder? Ah, hier ist sogar eine... Oh, hier liegt Gold mitten auf der Straße. Na aber. So, Kiste machen wir gleich. Ich will hier hinten noch die Schädelblüte. Ah, Wasserfall wird ein bisschen laut, aber... So. Proviant, ein Lundenschloss und wenigstens 100 Gold. Aber hier ist niemand. Bin mal gespannt, wie Eldrick jetzt in Hirsen 2 aussieht. Patty hat sich ja richtig krass verändert. Finde ich, aber... Hab ich mich jetzt erschrocken, aber es ist doch nur ein Sandteufel. Aua, zwei Sandteufel. Mit dem Biest hast du einen kurzen Prozess gemacht. Ja, aber nur weil ich mich erschrocken habe, weil er mich von hinten angegriffen hat. Der Spaßvogel, der. So, nehme ich hier nochmal die Pilze mit. Dann haben wir hier auch gleich Proviant in der Tasche. Ich würde schon gerne hier zum Wasserfall mal rumgehen. Einfach nur, um zu schauen, ob es da irgendwas gibt. Das sieht einfach nur schön aus. Da gibt ein bisschen Proviant. Aber wenn sich hier so ein bisschen an die Geräuschkulisse gewöhnt, dann passt das schon. Aber sieht auch nicht so aus, als wenn hinter dem Wasserfall irgendwo was ist. So Wasserfallhöhlen sind ja immer sehr, sehr selten, aber sind auch sehr, sehr geil. Na, gucken wir uns hier erstmal weiter ein bisschen um. Wir lassen uns einfach von dem Loot führen, den wir auf dem Boden finden. Ich deck deinen Rücken.
Wow, 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 nee, 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 das ist nicht für Maskete gedacht. So. Hoppala. Ach, oh, ich wollte gerade sagen, ich kann diesmal wenigstens die Zähne entlocken. Was ist das? Ein Gargoyle. WTF. Da hinten rennt einfach mal so ein Gargoyle rum. Okay. Das wird bestimmt gleich mega schwer. Wieder verkehrt. So, erst die drei, dann den, dann den. So. Nee, halt falsch. So, 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 so. Und offen. Ja, die Schlösser werden schon schwerer. Drei Speere, ein Grog, 39 Gold. Und Spielstand wurde erstellt. Also wen haben wir jetzt hier gerade beklaut? Naja, wenn Spielstand erstellt worden ist. War ja nicht. Halte durch, ich komme! Okay, die Sandteufel kriegen wir schon mal gezogen. So, kritisch. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt machen wird, aber nicht, dass der jetzt genauso leicht ist wie ja, der Klabautermann. Bist du überhaupt aggressiv? Halte durch, ich komme! Ja, ist er. Und ziemlich flink. Aber gut, wir kriegen ihn in den Griff. Hoffe ich mal. Jawohl. Ein von 12 Gargoyles. Das Biest sieht aus, als käme es direkt aus der Hölle. Druiden sind doch Experten für so ein Viehzeug hier, oder? Ja. Wo kommt das her? Muss ich jetzt die Gargoyles jagen? Na gut, werden wir mal gucken. Respekt hatte ich ja schon mal vor dem. Aber so war der jetzt nicht weiter schlimm. Also wir haben genug Schaden im Petto gehabt. Der kam gar nicht wirklich ran an uns schützen. Das passte. Aber irgendwas wird mit Eldrick sein. Ist er das da vorne? Tatsache. Hey Eldrick, was machst du denn hier? Wir? Moment. Das ist doch nicht möglich. Bist du es wirklich? Ja, ich bin es. Ist schon ein paar Tage her, was? Ich und die Menschen von Faranga haben dir eine Menge zu verdanken. Dank deines Mutes konnten wir den Feuertitanen wieder in seinen Käfig sperren und das Schlimmste verhindern. Mag sein, aber was ist am Ende übrig geblieben? Wir sind noch übrig, mein Freund. Und viele andere auch. Bei allen guten Geistern bin ich froh, dich hier zu treffen. Was zum Geier machst du hier eigentlich? Mein Forscherdrang und Sorge um die Menschheit hat mich hierher geführt. Es gibt da ein Wesen von uralter Macht. Es sieht fast so aus, als wolle es die Kontrolle über die ganze Welt an sich reißen. Du redest von Mara. Du weißt davon? Natürlich weißt du es. Sonst wärst du ja nicht hier, nicht wahr? Ich werde sie vernichten. Aha. Du hast dich also ihrer angenommen. Interessant. Mara hat etwas in Gang gesetzt, das niemand mehr aufhalten kann. Sie hat den Sturm und die Heere der Lüfte auf ihre Seite gebracht, mein Freund. Die Auswirkungen ihrer Gräueltaten sind selbst hier auf Antigua zu spüren. Was hat sie getan?
Mara hat alle ihre Trümpfe ausgespielt. Selbst die Herren der Lüfte vermochten es nicht, sich von ihren Tentakeln zu befreien. Die Gargoyles wurden zu Boden gezwungen und verrichten nun Maras Werk. Gargoyles, was sind das für Viecher? Wo kommen sie her? In den alten Schriften der Magier ist von einem alten Himmelsvolk die Rede, die einst so mächtig waren wie die Echsenmenschen von Faranga. Ihr Reich war unermesslich und ihre Festungen unerreichbar für die Menschen. Jedoch als das Zeitalter der Zerstörung begann, zogen sie sich in ihre Gewölbe aus Stein zurück, hoch oben in den Gipfeln der höchsten Berge. Viele Jahre hat niemand mehr ihre Zeichen am Himmel zu Gesicht bekommen. Bis heute. Sie haben eine Kultur wie die Echsen auf Faranga? Laut den alten Schriften der Magier soll es so gewesen sein, ja. Schwer vorzustellen, wenn man sieht, was heute aus ihnen geworden ist. Was hat sie aus ihren Löchern getrieben? Gargoyles sind magische Wesen. Sie beziehen ihre Kraft aus den Quellen ihres heiligen Berges. Auf dem Gipfel des Berges steht ein Tempel. Die alten Schriften sprechen von dem Lufttempel. Ein mächtiges Unheil ist dort vorgefallen, dass es die Gargoyles über die Meere treibt. Alles deutet darauf hin, dass Maras Machenschaften dafür verantwortlich sind. Verstehe. Und dieser heilige Berg mit Tempel drauf steht wo? Das ist das große Rätsel. Es heißt, der Lufttempel sei eines Tages einfach verschwunden. Unsinn. Die Gargoyles hier sind wohl kaum aus Erdlöchern gekrochen. Nun, etwas seltsam ist es schon. Ich habe noch lange nicht alle Zusammenhänge verstanden. Ich muss diesen Lufttempel finden und mehr darüber in Erfahrung bringen. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Nachdem die Magie von der Inquisition verbannt wurde, haben die Magier ihre Vormachtstellung verloren. Ich als Druide hatte zwar nie viel mit ihnen zu tun, jedoch war es eine Qual zu sehen, wie viele von ihnen ihre Gemeinschaft aufgaben und sich in alle Winde zerstreuten. In dieser Zeit war ich sehr häufig in ihren Bibliotheken und habe meine Forschungen vorangetrieben. Das ist ja schön. Aber was machen wir jetzt? Sollen die Gargoyles die Welt verwüsten, während du deine Forschungen weiterverfolgst? Natürlich nicht. Die Gargoyles müssen bekämpft werden. Jedoch dürfen wir uns nicht blind in die Schlacht stürzen, mein Freund. Je mehr wir über die Situation herausfinden, umso eher wird es uns gelingen, das Übel abzuwenden. Was wollen die Biester hier? Sie kamen hierher, um sich zu vermehren. Sie sind gerade dabei, ihre Eier zu legen. Du musst die Gargoyles vernichten, bevor sie sich weiter ausbreiten. Und ihre Eier gleich mit? Nein, ihre Eier bring zu mir. Wozu? Wir werden sie noch brauchen. Als Verpflegung? Nein, im Ernst, ich wittere da eine große Gelegenheit. Wenn ich meinem Instinkt trauen darf, werden sie uns noch von großem Nutzen sein. Wo haben sie sich noch eingenistet, außer hier auf Antigua? Schwer zu sagen. Ich muss den Lufttempel finden und ihn studieren. Erst dann kann ich dir mehr über ihre Pläne und Angriffsziele sagen. Wie viele Gargoyles haben sich hier versteckt? Es sind 3 Nester, so wie ich das einschätze. 2 sollten auf der anderen Seite des Baches im Norden sein. Ein weiteres vermute ich von hier aus Richtung Süden. Es sind Flugwesen. Sie bevorzugen felsige oder hochgelegene Gebiete. Ach ja, ein Exemplar habe ich bachaufwärts gesehen. Wie viele Eier mögen das sein? Bei der Größe dieses Schwarms würde ich schätzen, dass es nicht mehr als 5 sind. Hoffentlich erwische ich alle Biester, die hier herumkreuchen. Das hoffe ich auch, denn wenn du es nicht schaffst, haben wir hier auf Antigua in ein paar Wochen wieder dasselbe Problem. Es müssen etwa 12 ausgewachsene Exemplare sein, die ich ausmachen konnte. Also, gute Jagd. Na dann. Je schneller wir die Brut erledigt haben, umso schneller können wir uns um den Lufttempel kümmern. Okay. Aber das ist sicherlich nichts dagegen, wenn ich hier mal kurz an die Kiste gehe. Bevor wir uns jetzt hier kopfüber in Jagd begeben.
felsige Gebiete, also. Na gut, aber hier oben haben wir noch Sandteufel und ein Gargoyle. Eieiei, jetzt lasst mich doch mal kurz. So. Je schneller wir... Nein, ich wollte die Sandteufel ausnehmen. Und hier oben ist noch einer. Und da haben wir den nächsten Gargoyle hier auch gleich ums Eck. Oh, war getroffen, aber wir sind ein bisschen schneller. Okay, Axt erhalten. Gehen wir gleich zum nächsten über hier. Ich deck deinen Rücken. Ja, deck mal. Und Schrot. Okay. Ah, jetzt. Axt erhalten. Ist aber die Frage, wo sind die Eier? Also 5 Eier sollen es insgesamt sein. Ja, gucken wir mal. Hier haben wir jetzt nochmal einen kleinen zu knackenden Minischatz. Voodoo-Puppe, Proviant, 21 Gold. Ja, okay, sehr mini. Okay, da sind noch mehr Gargoyles. Und auch Dunkelrührer. Ich deck deinen Rücken. Ja, sehr schön. Nummer 1 Hammer. Halt sie durch, ich komme. Ja, komm, schieß. Okay, hätte ich mir sparen können. Aber na gut. So, vorsichtig. Ich deck deinen Rücken. Das sind jetzt 2. Meine Pistole ist noch nicht ready. Okay. Ja, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. So, Gargoyle Nummer 1 hat auch nur eine Axt. Auch nur eine Axt. Hm. Nicht, dass die Eier hier irgendwo rumliegen oder so. Möglich wäre es aber... Ah, hier. 1, 2 und 3 Gargoyle-Eier von 5. Na gut, gehen wir erstmal hier hinten lang, bevor wir da in die Höhle gehen. Weil hier hinten ist schon wieder Ende. Aber wir können hier nochmal ein bisschen Erze schürfen. Gold. Auch Geld. Ich wollte jetzt... Hätte nicht noch einmal mehr zuschlagen können. Aber na gut. Passt. So, hier haben wir nochmal einen Schmerztöter, Kugeln und Goldbrocken. Ich hoffe wirklich, wenn wir sowas wie Schmied oder so lernen, dass wir sagen können, okay, wir bekommen die Möglichkeit Gold also zu prägen. Vielleicht kann man prägen auch lernen, aber das habe ich nicht weiter gesehen. Spitzhacke. Das Gefährlichste an Einhand-Willi war seine Hakenhand. Jeder, der sich mit Willi auf einen Zweikampf einließ, bekam sie zu spüren. Willi kehrte von der Insel der Toten nie zurück. Okay. Hier haben wir noch mal ein paar Ratten. Für den Ruhm. Hier noch eine leicht verschlossene Kiste. Ja, jetzt.
Okay, zwei Speere, zwei Grogs und wieder Schrot. Wir kriegen recht viel Schrot. So, da geht's einmal hoch, da geht's tief runter. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber Erz habe ich jetzt hier auch nicht gesehen. Gut, machen wir erstmal. Ich werde mir jetzt auch mal wieder Fackeln, wenn ich sie finde. Ich muss hier nur unter Benutzbares, haha. Werde ich mir statt einen Papageien jetzt erstmal reinmachen. Das mit dem Papageien war ja cool, aber nicht so cool. Und bevor ich jetzt die Fackel anzünde, würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.